Ausgeraubt am ersten Adventswochenende. Zwei Angestellte eines Supermarktes in der Seestraße in Delmenhorst waren gerade dabei, zum Feierabend das Gebäude zu verlassen, als sie von zwei maskierten Männern überwältigt und zurück in den Laden gedrängt wurden. Dort wurde dann Bargeld aus dem Tresor herausgenommen, die Mitarbeiter gefesselt und dann flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Die unbekannten Täter erbeuteten bei dem Überfall rund 100.000 Euro. Die Angestellten schafften es, sich nach einiger Zeit von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Durch die Fesselung haben sie Male davongetragen, aber es handelt sich um leichte Abschürfung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter aber unerkannt entkommen. Wir haben die Gegend abgesucht. Es wurden auch schon Zeugenbefragungen durchgeführt. Und auch durch das Interesse in der Öffentlichkeit erhoffen wir uns Hinweise auf die Täter. Beide Täter sind ca. 20 bis 30 Jahre alt und von dünner Statur. Sie trugen eine Maskierung und waren dunkel gekleidet. Die Männer sollen Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Einer von ihnen wird als ca. 1,75 Meter, der andere als 1,80 Meter groß beschrieben. Bei Hinweisen erreichen sie die Polizei Delmenhorst unter der eingeblendeten Telefonnummer.